So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video nach ein bisschen Zeit. Und zwar ist Rocket League 4 Jahre alt geworden, das heißt, es gibt wieder ein Double Painted Weekend. Geht jetzt noch so eine Stunde, ich bin spät dran, weil wir bei den AMD Masters am Wochenende waren in München. War mega nice, kommen schon noch ein paar Videos zu hier. Aber ich habe in der letzten Zeit immer diese Crates hier, diese goldenen Eier und die Gifts und die Pumpkins von den Special Events aufgehoben für so ein Weekend. Jetzt bin ich hier zu Halloween und das gab es zu Weihnachten und das eine gab es vorher, irgendwie wahrscheinlich Ostern und das andere gibt es im Moment oder so, ne? Und die werden wir jetzt alle aufmachen und hoffen, dass wir irgendwas in Painted und cool bekommen. Oder vielleicht sogar im Black Market, das wäre ziemlich nice. Oder wir nehmen hier so ein Octane. Das Ganze gilt natürlich auch für Trade-Ups. Hab vorhin Trade-Ups gemacht. Werdet ihr da auf jeden Fall ein Highlight hinten dran schneiden, also wenn ihr das sehen wollt, dranbleiben, da gibt es guten Content am Ende, da wird auch rumgeschrien, also Qualitätscontent ist auf jeden Fall gegeben. So, 3 Deacles nacheinander und noch eins hinterher für den Hotshot, den will ich schon mal haben, Kappa. Das erste Very Rare, oh Gott, das ist direkt ein Merc. Certified. Ich glaube, es war es bisher, war auch noch nichts painted dabei. Was ziemlich schwach ist für ein Double Painted Weekend. Ja, wenn man davon redet, ne? Das macht es natürlich auch nicht besser. Es ist zwar painted, aber schöner sieht es dadurch halt auch nicht aus. Da machst du halt nichts. So. Ja, auf jeden Fall waren wir Samstag in München auf der ESCOM, auf dem ISPO Digitize. Oh. Immerhin kein Deakel. Haben wir die AMD Masters gecastet, die wir vorher auch veranstaltet hatten. Location war mega nice, Publikum war hyped, Teams waren hyped. Und ich spoilere euch nicht, wer gewonnen hat. Entweder ihr schaut es auf Twitter nach, da steht's. Oder ihr wartet. Ach, hier steht da drin, was hier drin ist. Krass. Ja, oder ihr wartet auf YouTube, da kommen wahrscheinlich die beiden Finalspiele vom Qualifier und irgendwie ein paar Highlights vom Finale oder so. Da gibt es ja wieder Content. Nice. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Sieht eigentlich ganz nice aus. Gerade mit dem hellblau-weiß. Unpainted. Hat was. Takumi! So, noch 2 Stück. Also auf meinem Smurf habe ich auch ein paar aufgemacht und seit dass ich die eingelöst habe quasi. Mantis in Crimson. Interessant. Hab ich direkt aufgemacht, aber nichts Gutes gezogen. Und die hier habe ich mir eben aufgespart, um ein Video draus zu machen für so ein Double XP da jetzt schon. Nein, das will ich nicht öffnen. Double Painted Weekend. Weil ich da meine Chancen für coole Sachen höher gesehen habe. Aber bisher sieht man davon nicht viel, ne? Das ist auch painted, oder? Das ist krass. What the fuck? Ach, das ist jetzt das R, ich wollte schon sagen. Warum ist der Octane? Ich weiß. Hehe, ja gut. Vergessen wir das, reden wir nicht wieder drüber. Breakout Vector Certified. Noch 7 Golden Gifts. Das verspätete Weihnachtsgeschenk im Juli. Es ist Candy Cane. Ich habe echt schon lange kein Mystery Item mehr gezogen. Weder ein Deacle noch Gold Explosion. Fände ich ja schon nice, ne? Anstatt so Breakout Type S. Wäre das schon cooler. Rare Paint Finish. Noch 3 Crates. In mein Import. Noch ein Mantis hinterher. Diesmal nicht in Crimson gepainted.
Und das ganze Ding in Saffron. Ist halt auch nicht schön. So, jetzt noch was zum Ende. Nochmal Import. Oh je. Die Weihnachtswheels. Na gut, das war es auch schon. Das waren, glaube ich, 25 Crates, wenn ich mich nicht irre. Und da kam legit halt nur Scheiße bei rum. Also ein paar Import-Sachen. Aber so heiß natürlich ist auch nicht da drauf, ne? Also ist halt da auch nichts Besonderes. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Jetzt gibt es auch ein Highlight von den Trade-Ups, die ich vorhin gemacht habe. Wie gesagt, wegen Double Paint gibt es da höhere Chancen, doppelte Painted-Sachen rauszubekommen. Hat man die Chance genutzt, meine Trade-Ups zu machen, die ich schon echt lange nicht mehr gemacht habe. Und als ihr gesehen habt, dass 4 Jahre Rocket League rauskommt, ne? Ja, das ist kein guter Release. Gut, Release vor 4 Jahren, ist jetzt 4 Jahre alt. Ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und dass jetzt Rocket League schon 4 Jahre hier ist. Und man jetzt schon 4 Jahre Teil dieser Community ist. Krass, wie die Zeit vergeht. Naja, jetzt noch viel Spaß mit dem Highlight und ciao, ciao. Und jetzt ist er grau. Dieser Safe-Grau, Alter. Warte, wo ist er denn hin? Hier Filter, wo ist er? Nein, bin ich hier dumm? Titanium White Sniper! Halt's Maul, Alter! Halt dein Maul, erster Trade-Up! Niemals! Niemals! Holy shit! Nie fucking mals! Nein! Ja, komm, und jetzt noch einer für mich. Ja, nächster ist deiner.